Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und alle anderen, die auch zufällig mit ihren Augen dieses Video wahrnehmen. Ich begrüße euch zur 13. Folge oder zum 13. Tag, offiziell wieder mal nur, der Kreuzworträtselrunde. Und heute bin ich so richtig gespannt drauf, wie gut ich bin, und ich werde mir auf jeden Fall sehr viel Mühe geben. So, alles klar, dann fangen wir auch gleich mal an. Diesmal habe ich es so gemacht, dass wir, ich kann jetzt zwischen den Fenstern hin und her springen, und ich würde sagen, wir fangen mit Rätsel Nummer, also mit dem Nicht-Lösungswort-Rätsel wieder mal an, weil, ja, wurde ja so mal vorgeschlagen, und bis jemand Einspruch einlegt, würde ich das einfach mal so lassen. ER ist immer noch Erbium. Getue, gehabe. Nice. Funktioniert ja wirklich. Nachlass ist das Erbe. Kurklinik ist wieder mal die Reha. Irgendwie die Reha ist immer dabei. Foppen. Wahrscheinlich ist hier ein N mit dabei. Ein Schwermetall hatten wir schon mal. Das war das Uran unter anderem. Rankengewächs. Efeu. Das Zweirad ist auch das... der poetische Adler ist Ar, nicht mit H. Ich wollte eigentlich auch das Fahrrad eingeben. So. Schicksal. Ist das ein Los? Ja, es ist ein Los, ein schweres Los. Los geht's. Ich glaube, ich bin verrückt geworden. Verrückt worden. Ja, ich werde auch nochmal die Beleuchtung ein wenig hinschieben, dass das passt. Okay, weiter im Text. Eine Dickwurzel. Noch nicht. Zufluchtsort, ja. Ja, genau. Rucola. Ja, ich weiß es noch nicht. Ägyptischer Herrscher. Das Ding ist ja eigentlich, normalerweise würde ich Pharao sagen, aber hier in dem Fall sollte ich es vielleicht doch mal tun. Pharao. Moment. Moment, wird... Oh, ich musste gerade überlegen. Ich dachte, Pharao wird mit einem H am Ende vielleicht noch geschrieben, aber es ist wohl... Das kann auch... vielleicht habe ich das H irgendwo hinter noch mit mal geschoben. Ein deutscher Strom. Werden wir noch sehen? Werden wir sehen? Fluss durch... Ja, keine Ahnung bisher. Foppen ist dann Narren. Auf jeden Fall. Deutscher Adelstitel. Herr. Der Adelstitel. Ja, was für ein Herr ist das denn nochmal? Einfahrten. Ja, habe ich noch nicht. Etliche. Da passt wenige ganz gut hin, aber das ist ja nicht... Das ist ja falsch dann. So, das Tongerät. Erstmal pazifischer Inselstaat. Könnte... Oh Gott, was ist denn alles im Pazifik? Der Pazifik ist... ich habe letztens ja mal Plague Inc. gespielt, wie ich schon mal gesagt habe. Aber ich glaube, ich mache trotzdem erstmal mit was weiter, was ich weiß. Erlöst ist es überhaupt nicht. Gut, dann so viel dazu. Dann versuchen wir doch mal woanders hinzugehen. Thüringische Stadt. Da würde mir die Hauptstadt von Thüringen einfallen gleich mal. Aber was war denn Rucola nochmal? Wie nennt man das denn noch? Es war irgendwas, ja, klar, natürlich, es war was, was mit R anfing. Andauernd. Selten, nein, Quatsch.
Ein Bergdurchstich. Also hier sind wirklich komische Worte dabei. US-Geheimdienst. Könnte NSA sein zum Beispiel. Gucken wir mal. Europäische Hauptstadt wäre dann Oslo. Südostasiatischer Staat ist dann Laos und NSA stimmt dementsprechend. Die Wasserpest. Oh weia, wie hieß die denn nochmal? Also die Dickwurzel ist die Knolle. Das haben wir schon mal. Ja, und der Zufluchtsort. Was für ein Zufluchtsort könnte da nochmal gemeint gewesen sein? Erstmal nicht glatt ist rau. Festliche Aufführung. Eine festliche Aufführung. Oder hier eine alte Jagdwaffe ist zum Beispiel ein Speer. Ist aber hier nicht gemeint. Okay. Dafür weiß ich aber, was eine Spielrunde ist. Ein Federvieh ist wahrscheinlich wieder mal die Ente, weil bei Federvieh immer Ente reinkommt. War bisher immer so. Fabelwesen ist eine Elfe, zum Beispiel. Ah, und hier ist eine Gala gemeint. Okay. Und dann ist hier die Oper gemeint. Und dann... Oh Gott. Ich überlege gerade, was ist denn das für eine alte Jagdwaffe? Normalerweise allein schon durch Spiele weiß man ja üblicherweise. Nee, ach, das ist ja. Da muss ich jetzt wirklich einen Buchstaben wieder raten. Pogen wird's nicht sein? Hogen? Hulk Hogen? Nee. Dogen ist es auch nicht. Sogen. Fogen, Wogen, Rogen? Nein. Togen? Ich muss ehrlich sagen, also hier müsste ich raten, denn mir ist gerade Kogen, Logen? Ne, Hogen hatten wir. Fogen, Dogen, Sogen. Aogen wird es wahrscheinlich sowieso nicht sein. Wogen, Rogen. Togen, Zogen. Pogen, hatte ich ja gesagt, wird es eher nicht sein. Ah, oh, das ist so schlimm, wenn man die einfachsten Wörter nicht. Ah, oh, wie komme ich denn nicht auf Bogen? Bogen. Ich muss sagen, manchmal glaube ich, ich werde eher schlechter mit der Zeit, da mir so ein, wow, sowas sollte eigentlich nicht. Ach, der Zufluchtsort ist auch nicht das Exil. Ich hätte jetzt gedacht, das könnte man auch als den Ort bezeichnen, aber Fluss durch Bingen. Tahe, Zahe. Rahe? Nahe? Hätte ich echt nicht gewusst. Aber hier den deutschen Strom, den weiß ich jetzt dafür. Huch, das ist der Rheinstrom. Ich muss nur noch treffen. Genau. Schauen wir mal etliche. Einige. Natürlich, das sind einige Einfahrten. Zone? Nee. Pole? Nee. Dafür haben wir hier den Freiherr. Okay. Ich weiß, das ist es nicht, aber oh.
Ich habe gerade Aelodea. Ach, der Bergdurchstich ist der Tunnel. Meine Güte, jetzt habe ich es auch. Andauernd. Ja. Bin mir noch nicht sicher, was gemeint ist. Rucola. Was ist denn Rucola? Es ist nicht unbedingt eine der Salatsorten oder wie auch immer, die bei mir hoch im Kurs stehen. Dementsprechend ist das auch so schwierig, für Rucola gerade ein anderes Wort noch zu haben. Zum Beispiel, ich weiß, dass Lauch und Porree dasselbe sind, aber was ist denn Rucola nochmal gewesen? Ich wette, wenn ich das Wort lese, dann denke ich mir, ja klar, natürlich, das war das. Was war denn hier? Was gibt es denn für Tongeräte? Es gibt eine Stange. Wird es aber nicht sein. Oh. Stab wollte ich nicht. Stange ist es nicht. Aber das A, das lasse ich mir trotzdem mal, zumindest. So, der pazifische Inselstaat. Haben wir da noch irgendwo? Ah, verdammt. Mit den zwei A's möchte man fast Japan sagen, aber ist es nicht. Hawaii ist es auch nicht. Wenn das überhaupt noch so. Ist ja eigentlich, Hawaii ist kein Inselstaat in dem Fall. Einfahrten. Also, wenn das jetzt Zone wäre, es wäre auch merkwürdig. Pole sind es sicherlich auch nicht. Nee. Tore. Wow. Okay. Ah, okay, dann ist der Ertrag der Profit. Genau. Okay, ja, der Staat in Ostafrika. Ost ist da gewesen. Was endet dort auf IA? Ich denke gerade an sowas wie Sambia und so, aber das ist es ja nicht. Genua ist auch nicht auf IA. Oh weia. Knirps. Knirps. Huh. Oh, ist das anstrengend. Und das Tongerät. Ist der Spatel. Nein, hatten wir sowieso. Also das S von Stange war sowieso nichts. Versuchen wir es mal mit. Nee. Ich glaube nicht, dass das mit N was ist. Aber was gibt es denn noch für Tongeräte mit dieser Anzahl an Buchstaben? Ist das. Ah, Samoa ist der Inselstaat. Okay. Ja, es hat mir leider keinen weiteren Buchstaben gebracht. Also eine Stange war es nicht und keiner der Buchstaben war an der richtigen Stelle. Auf jeden Fall. Eine Matte geht auch nicht. Wir könnten trotzdem natürlich. Nee, mache ich aber nicht. Ich will. Was könnte der Knirps sein? Ich will es mir heute mal nicht einfach machen und einfach Buchstaben nochmal weiter eintragen, auch wenn ich das wahrscheinlich irgendwo nochmal gemacht habe. Ja, beim Bogen, der mir. Übrigens, ja, ich bin jetzt auf Kenia gekommen. Also Spaten würde immer noch. Spaten? Machen wir mal Spaten. Einfach weil wir können. Nichts davon ist richtig, okay. Ah, oh Gott,
Nee, nee, ich wollte hier ein K haben. Das ist der Steppke. Ja, meine Trauer darüber, dass ich hier leider nicht so. Okay. Okay. Was war denn das Tongerät? Tra. Das Trapez natürlich. Das Trapez war gemeint. Aha. Rauke war das, genau. Der Zufluchtsort. Adul, Akel. Das weiß ich gerade nicht. Andauernd. Stetig? Nee. Stets. Stets. Asyl ist gemeint, natürlich, das Asyl. So, damit haben wir eins von den beiden Rätseln sogar geschafft, innerhalb von weniger als 20 Minuten, glücklicherweise. Obwohl es ein bisschen länger wieder gedauert hat, dann wollen wir uns doch mal dem anderen zuwenden. Na, ich würde mal sagen, das ist. Da ist die 9 ein wenig. Das wird mal behoben. Die 9 ist noch nicht so richtig zu sehen. Ist auch der letzte Buchstabe von denen. Also keine Sorge. Dann würde ich mal sagen, geben wir der ganzen Sache mal hier noch ein bisschen Platz. Und so. Dann ist das doch schon viel besser. Okay. Dann können wir ja mal weitermachen. Und jetzt lateinisch folglich ist ergo, das heißt, an die vierte Stelle kommt ein R. Ich würde mal mich ausnahmsweise damit befassen, bevor ich überhaupt einen Buchstaben eintrage, also schon mal das Lösungswort rauszufinden. Könnt ihr gerne auch mal versuchen. Schmaler Fußweg ist Pfad, damit haben wir hier ein F an der ersten Stelle. An der vierten Stelle haben wir ein R. Okay, ja. Blassrot. Ja, interessant, interessant. Könnte pink sein oder rosa. Gucken wir mal, was die 2 ist. Slowenien. Ich glaube, das ist sogar SL irgendwas. Nicht früh ist spät, ja. WC ist Klosett wahrscheinlich wieder. Also ich glaube, das hier ist ein L. Das heißt, wir haben F, L, dann wahrscheinlich ein O oder ein I. Dann ein R auf jeden Fall. Jetzt heißt es wirklich Sachen im Kopf behalten, aber das mache ich tatsächlich in der Hinsicht gerne. Dann haben wir hier ein I. Es könnte irgendwas mit Flori heißen oder Fliri. Sagen wir mal Flori. Erstmal. Wahrscheinlich ist es dann sowas wie Floristen. Wissen wir noch nicht. Status ist der Zustand. Es wäre hier ein T an der siebten Stelle. Das würde schon mal hinhauen. Stadt am Inn. Was ist denn ein Gebäudeteil? Es ist ein Dach, ist ein. Eine nee, eine Terrasse jetzt nicht unbedingt. Ein Anbau. Also, glaube ich, war hier ein A. Dann Koseform des Opas ist OP zum Beispiel. Dann hätten wir die Stadt am Inn. Das wäre PASSAU. Ja, dann. Also dann hätten wir schon mal Florist und müssten nur noch 8 und 9 rausfinden. Rankengewächs. Ein Rankengewächs ist eine Liane zum Beispiel. Dann wäre das wahrscheinlich die Floristin. So, dann hätten wir nämlich englischer Adelstitel. Könnte ein Lord sein eigentlich. Islamischer Richter war der. Nee, das war was anderes. Also, erstmal Zustand, Status war hier ein U. Da kommt also sowieso kein Duke. Floristik. Also, ich würde sagen, das machen wir es doch mal. Tragen wir Dinge ein.
jetzt auf einmal Erdteil ist, zum Beispiel Europa, aber schmaler Fußweg ist ja eigentlich Pfad. Dementsprechend ist es hier Afrika. So, das Rankengewächs ist dann wirklich wahrscheinlich die Liane. Ey, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt, also Floristik sieht schon mal gut aus dafür. So, dann wäre das jetzt nämlich rosa und das ist es auch. Marinedienstgrad mache ich noch nicht, aber ist wahrscheinlich, obwohl doch, ist wahrscheinlich der Mat, der erste, zweite. Was war denn das nochmal? Schopf mit Kopfhaut. Erstmal nicht. So lange mache ich jetzt auch noch nicht. Machen wir hier erstmal Ala, französisch Art von. Dann hatten wir hier Lila. Genau. Lateinisch folglich war Ergo, auf jeden Fall. Zustand war der Status. Sage ich ja. Slowenien, oh. Nicht früh war spät erstmal. SLO. So, das war dann das Klosett. Handlung ist die Tat. Amerika ist ein Kontinent zum Beispiel. Fangarme sind Tentakel. Ja, alte deutsche Münze ist der Taler. Also wir sehen, es sieht ganz nach Floristik aus. Blattgemüse ist ja der Salat. Ich weiß jetzt, wie der Salat geht. Kurtisane ist auch eine Dirne. Wer auch, was auch immer das sein mag. Hust, hust. So, dann haben wir hier Passau gehabt. Dann war das, der Gebäudeteil war der Anbau. Huch. Dafür, dass das gerade so lange gedauert hat, geht das jetzt richtig schön schnell. So, der Bär ist das Berliner, ist im Berliner Wappen. Sollte man als zugezogener, selbst zugezogener Berliner. Verzeihung. Ich muss mal meine Kamera wieder richtig drehen. Ich merke, die hat sich ein wenig gedreht. Schade, dass man mein T-Shirt nicht so gut sehen kann, aber es ist, das hat nichts mit den Rätseln zu tun. Die sind wichtiger als mein Aussehen. Und ich möchte auch sagen, es ist wichtig, dass ihr euch dabei wohlfühlt, hier zuzuschauen. Dementsprechend muss ich auch mal ab und zu die Kamera gerade hindrehen, weil ich kenne das, wenn etwas schief steht, wie grässlich das ist, sich das angucken zu müssen. Eigentlich, davon abgesehen, würde ja auch meine Stimme selbst reichen. Außer natürlich, ich finde gute Reaktionen darauf, welche Wörter mir so alles nicht einfallen. Okay. Ach, dann war das der Kadi. So, dann haben wir hier den Skalp. Solange bis festgelegter Zeitraum ist natürlich eine Frist. Ja. Grundfarbe. Eine Grundfarbe ist rot. Die anderen sind, das ist ja auch so eine Sache. Grundfarben sollen ja eigentlich rot, gelb und blau sein, damit man alles Mögliche draus mischen kann. Jetzt ist aber die fiese Sache, dass man in der Farbenlehre aus rot, gelb und blau alles mischt, aber in der Technik, so bei Bildschirmen und sowas, sich die Werte aus ausgerechnet RGB Rot, Grün und Blau Tönen zusammensetzen. Was ich immer so ein bisschen kontraintuitiv finde, aber solange das so ist, ist das so. Europäischer Zwergstaat, vor allem weil Grün ja eigentlich aus Gelb und Blau entsteht. In der Farbenlehre, wenn man zwei Pastellfarben zum Beispiel miteinander mischt. Also, tatsächlich, ich würde, das Ding ist halt, es hat wahrscheinlich damit zu tun, das habe ich nie so gelernt, aber ich vermute mal, es hat damit zu tun, dass man beim Mischen von Farben ja eigentlich, also beim Mischen von zum Beispiel Pastellfarben, andere Töne rauskriegt, also beziehungsweise die Farbpigmente miteinander so vermischt werden und das aber bei Licht diese Farben, also die Wellenlängen miteinander zum Beispiel vermischt werden und
da ja zum Beispiel, wenn man einfach alle Farben miteinander mischt, die es dort gibt, in voller Art und Weise, dann bekommt man Weiß raus. Das ist ja auch nicht so wie die Farbenmische bei beispielsweise eben Pastellfarben wäre. So würde ich das Ganze erklären. Ich hoffe, ihr habt dadurch was gelernt. Ich hoffe, ich habe keinen Mist erzählt, denn sonst wird sicherlich jemand in den Kommentaren das zu berichtigen wissen. Aber ich denke mal, so die grundsätzliche Vermutung, dass es damit zu tun hat, dass ja bei dem einen es um Licht geht und bei dem anderen um Pigmente, das sollte zumindest nicht ganz falsch sein. Speerfisch, sagt bloß der Hering. Nee, Quatsch. Der Hering kann es nicht sein. War das nicht der Marlin? Ja. Genau, den hatten wir nämlich auch schon mal irgendwo. Gebetsschluss. Amen. Der europäische Zwergstaat ist dann wohl Andorra. Ja. Dann haben wir wieder den Provinzler, wo ich ewig gedacht habe, was wollen die denn? In einem anderen Rätsel. So. Hauptstadt der Malediven war Male. Nicht Malle. Ja, Malle ist noch mal was anderes. Die Espe ist die Zitterpappel. Ja, durch Wiederholung lernt man das ja auch immer mehr, immer mehr. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal wirklich gebrauchen könnte, aber zumindest weiß ich jetzt, eine Zitterpappel ist immer eine Espe. Und der Kadi ist der islamische Richter. Ausruf beim Schmerz ist Aua und damit ist das Rätsel gelöst. Und wir haben wieder mal einen Tag rumbekommen. Das zweite Rätsel, das ging dann auch schneller als das andere. Ja, wir sind auf gut einer halben Stunde, ja, knapp nein, nicht mal knapp einer halben Stunde gelandet. Und ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wieder recht gut gelaufen. Am Anfang vielleicht nicht so, aber dann dafür hattet ihr mehr Zeit dann zum Rätseln. Ist doch auch was Schönes. Ja, und es war wieder einmal sehr schön, euch dabei gehabt zu haben. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal morgen. Wir nähern uns übrigens dann auch langsam so dem Punkt, an dem ich dann wirklich nur noch jeden Tag eine Folge hochladen kann, weil ich nichts mehr in petto habe. Da wird es interessant, ob ich es denn auch wirklich jeden Tag schaffe, eine Folge zu machen. Das kann ich noch gar nicht mal versprechen, weil es kann immer mal was dazwischen kommen. Krankenhaus und dann hast du die Aufnahme nicht da, Aufnahmetechnik nicht dabei. Das wäre das Schlimmste. Ich würde nicht mal denken, oh nein, du musstest ins Krankenhaus, du hattest einen Unfall oder sowas, sondern eher so, verdammt, deine Routine ist im Arsch. Ja, das ist das Schlimme. First World Problems. Aber ich hoffe, es wird nicht so weit kommen. Bisher, toi toi toi, ewig nicht mehr im Krankenhaus gewesen. Und ich hoffe, das nehmen jetzt nicht Leute als, sagen wir mal, Herausforderung an, das zu ändern oder sowas. Also dann, auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ich möchte da gerne mal meine Professorin, eine meiner Professorinnen zitieren, die immer gesagt hat zu uns: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Rest vom Tag. Ich finde das eigentlich, ich würde mir das gern aneignen, aber das wäre dann geklaut. Und trotzdem, ich finde es einfach schön, wie sie das immer gesagt hat. Na, jedenfalls wünsche ich dann euch noch auch was Schönes, was anderes Schönes, um hier nicht der Plagiaterie mich schuldig zu machen. Also, bye bye.